Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News, dem Online-Nachrichtenportal aus und für die Metropolregion Rhein-Neckar. Bis dann am 19.03.2012 um 10.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Saarlandstraße in Höhe des Adlerdamms. Wir berichteten bereits in Text und Bild. Polizeiangaben zufolge über Saar beim Linksabbiegen in die Pfarrer-Krebs-Straße ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die Linie 6, die Rhein-Gönnheim mit Neu-Ostheim verbindet und kollidierte mit dieser, sodass der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Mit Hilfe der Notärzte und der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen wurde der schwerverletzte Pkw-Fahrer aus dem Autowrack geborgen und kam in ein Ludwigshafener Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer war bei seiner Bergung ansprechbar. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte er einige Rippenbrüche und Prellungen sowie Schürfwunden davongetragen. Straßenbahn wie auch der Pkw waren natürlich nicht mehr fahrbereit. Die Straßenbahn wurde ebenfalls wie das Auto abgeschleppt. Während dieser Zeit war die Strecke zwischen Mundenheim, dem Großen Kreuz, und der Saarlandstraße in Höhe des Adlerdamms für den Verkehr voll gesperrt. Schnell gehandelt hat auch die RNV. Sie haben Ersatzbusse eingesetzt, sodass der öffentliche Personennahverkehr in der Region voll aufrechterhalten wurde. Nach circa 1,5 Stunden war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme war damit abgeschlossen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. An dem Pkw entstand Totalschaden. MRN News.de verabschiedet sich. Auf Wiedersehen.